Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. League of Legends hat einen Auto-Chess rausgebracht, wie wahrscheinlich jeder von euch es hängt, mitbekommen hat. Wo bin ich? Da oben. Nee. Wo bin ich? Ah, da unten. Ich hole mir die Wayne. So, genau, Auto-Chess. Ich weiß nicht, ob ich das noch erklären muss. Wenn ihr eine ausführliche Erklärung wollt, der Maxim hat auf seinem Kanal ein ziemlich gutes Erklärvideo und ganz viele Let's Plays hochgeladen. Da lernt man das ziemlich gut. Ich werde wahrscheinlich manchmal nur ein bisschen die Basics erklären. Ich habe früher bei Warcraft, da gab es also einen Mod, auch Auto-Chess gespielt. Ich habe es wirklich ein bisschen gesuchtet. Und ja, dementsprechend bin ich jetzt heilfroh, dass die... dass die League of Legends Macher, also Riot, das hier auch gemacht haben. Weil bei Dota war ich nicht so aktiv und deswegen haben mir die ganzen Helden nichts gesagt. Aber ja, ich bin echt froh, dass League of Legends jetzt das auch gemacht hat. So. Okay. Gut, ich will versuchen, also hier ist ja immer so die Frage, was für Items man bekommt, ob man Items bekommt oder nicht. Und was für Helden man bekommt. Aber ich will versuchen, gegen Draven zu spielen. Das heißt, Alter, ich habe wirklich gar keine Items bekommen. Das ist ein bisschen schwach. Das heißt, ich werde versuchen... okay, das ist jetzt richtig lucky. Ich werde versuchen, auf Noble oder Ice zu gehen, weil ich denke, das sind die besten Counter für gegen Darius, Draven, Entschuldigung. Die Yordle sind auch super. Yordle sind, wenn man sie in 6er Gruppe aufstellt, haben die super Ausweichchancen. Aber es gibt gewisse Items oder ein Item, was das nicht erlaubt. Ja doch. Dann bekommt sie ihr Red Buff. Super. Die restlichen werde ich nicht kaufen. So. Darius Nummer 2. Die Frage ist, auf wen gehen wir? Ich werde Lucian kaufen wegen Noble Buff. Wir haben jetzt Ritter. Darius, weil wir den schon haben. Klingenmeister. Klingenmeister ist auch super. Also die Fraktion, weil die gibt einen zusätzlichen Hit. Ist auch super. Ah, zu spät. So, der hat auch schon Level 2 K6. Haha, das ist ja lustig. Weil Assassinen springen immer zu der letzten Reihe hin. Aber wieso hat er jetzt mich so krass besiegt? Die greifen ein bisschen zu langsam an. Das hat mir nicht gefallen. Das war nicht gut. Nö, nö, nö. Ja, aber er hatte halt schon mehr Items. Gut, wir gehen. Element ist auch super. Da bekommt man einen zusätzlichen Golem. Ich mach mal ein Level. Und dann den da. Da haben wir schon mal zwei Noble. Dann fehlt uns nur noch Fiora oder später halt Leona und bla bla bla. Ne, Leona ist Bewacher, glaube ich. Beschützer. Gut, was macht das Item?
okay. Gut, das haben wir jetzt gewonnen. Man muss ein bisschen schauen, dass man nicht die ganze Zeit mal gewinnt, mal verliert. Weil, wenn man die ganze Zeit verliert, ist man erstens unter den ersten, wenn es wieder zum Kreis geht. Und man bekommt ein Buff, also da ist sie ja. Ritter haben wir jetzt halt keinen. Dann kommen wir. Warte. Wenn. Ah, verdammt, ich muss zwei verkaufen, Mann. Nee, nee, nee. Das machen wir nicht. Sonst hätten wir nochmal wieder den Ritterbonus bekommen. Aber jetzt hat er zum Glück der den Nobel-Buff bekommen. Also wenn man drei hat, bekommt ein zufälliger Verbündeter die Boni. Und wenn man eben sechs hat, bekommen es alle. Ja, mal schauen, ob die Vayne so. Ja, das ist eben der Vorteil am Eis. Das ist der Vorteil am Eis. So, wir sind im Mittelfeld. Also die Bratpfanne ist natürlich ist ein super Item. Ich will aber die Träne. Oder. Ah. Warte, warte, warte. Träne, Träne, Träne. Hier. Weil daraus kann man eine sehr geile Seite machen, zusammen mit dem da. Aber nein, dafür brauche ich erstmal Items. Genau, jetzt kommt nochmal eine Runde normal gegen Gegner und danach ja, nochmal Creep-Runde. Ja, ist ja gut. Ah, das nervt. Gut. So, dann verkaufen wir mal den da. Dann holen wir uns den da. Eissäsen. Super. Ich bin jetzt Level 5. So, jetzt habe ich wieder den Ritter-Status. Nochmal abgeplackter Schaden. Und 100 Rüstung noch dazu. So, er hat schon einen ziemlich fetten Set, aber der wird. Ich glaube, das gewinnen wir. Ich glaube, das gewinnen wir. Hier, sie braucht halt nochmal Angriffsgeschwindigkeit. Und dann sollte sie auch anfangen zu rasieren. Und ich will mehr Eiswesen. Das ist sehr nett. Ja, gut. Jetzt werden wir mal ein bisschen sparen. Hier seht ihr passives Einkommen plus 5. Je nachdem, also 5, dann kommt 10, 15, 20. Also 10, wenn man 10 Gold hat oder 20 oder 3, bis maximal 50. Und Sieges- oder Niederlagensträhne gibt halt auch nochmal Bonus. Und da haben wir ja nichts. Bisschen blöd. Und mir kommt gerade, wir stehen extrem scheiße. Weil dadurch, dass wir so weit vorne stehen, können die halt die Assassinen ultra easy unsere Fernkämpfer, unsere Carries töten. Ach komm, echt jetzt? Okay, und wegen so einem blöden Aufstellungsfehler. Naja, gut. Das passiert. Es ist mein erstes Spiel. Ich kam ja nämlich nicht in die. Ich kam nicht. Aurelio. Ich kam nicht in die. Beta-Test. Auf den Testserver. Weil. Ja. Weil das Spiel so viral ging.
Das ist echt lustig. So, Elementar ist auch interessant. Wie gesagt, also Elementar, da bekommt man so einen Golem. Ja, verloren gewonnen, verloren gewonnen, verloren. Ja, das ist halt ein bisschen blöd. Hier ist das immer praktisch, wenn man sich in die Ecke aufstellt, weil sobald einer stirbt, bekommen die anderen volle Heilung wieder. Und ich bin gerade echt schlecht. Also so schlecht aufgestellt gegen die war ich noch nie. Also von den Helden her. Die haben mich ja noch nie bedroht. Ha. Okay. Also gut. Jawohl. Wir können auch Aurelion Zoll. Aurelion Zoll plus. Plus Shyvana nehmen. Die sind beide nämlich Drachen. Und geben sich gute Boni. Sehr gute Boni. Ich habe halt hier noch vier Einser. Das ist halt nichts. Ich könnte den Mordel mal gegen Wullibär austauschen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn hier jetzt. Weil ich habe halt keine Frontline. Ich habe halt überhaupt keine Frontline. So. Nee, dich verkaufe ich. Du kommst rein. Ein Level. Jetzt habe ich halt, ja, ich habe halt jetzt keinen Ritter. Ah, warte mal. Genau. Jetzt habe ich Ritter und Nobel. Dann könnte ich den da, den Lucian, wegmachen. Weil der ist Level 1 und, also der ist nicht gut. Und, genau. Genau, Niederlagensträhne haben wir jetzt. So, übernächstes Mal kommen wir in den Kreis. So. Wir bekommen halt richtig auf die Fresse. Gut, Phantom ist auch sexy. So. Die beiden sind jetzt immun. Also immun gegen Feuer, gegen Magie. Und das ist gut. Ja, ich habe halt ja nur Level 1, das ist halt oh, richtig Quark. Warte, ich gebe mal den, was macht das? Gefrorenes Herz. Ich habe. Ja, Level 3 haben die schon. Was ist denn los? Und der hat dann noch mal zwei Veins. Boah. Okay, wir kommen als zweites dran. Draven ist natürlich immer sehr attraktiv. Ah, das Item, was wir brauchen, gibt's hier nicht. Ich nehme Sejuani. Wir hätten auch den dann nehmen können. Also Sejuani hat ein ultra gutes Ultimate. Also die ja, stunt eigentlich jeden. Deswegen habe ich ja die jetzt genommen anstatt von den Draven. Vielleicht war das auch ein Fehler. Aber wir können ja jetzt umstellen. Wir können ja jetzt. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir haben ja eigentlich genug Eiswesen.
Wir haben jetzt zwei Eiswesen, 20% Chance. Ich glaube, das ist in Ordnung. Also gegen den werden wir noch mal verlieren. Hier brauchen wir nichts. Ah, Sejusa Ulti ist noch durchgekommen, das ist gut. Also der hat schon Level 2 Gnar. Eieiei. Gut. Level 2, das ist gut. Dann rollen wir mal. Noch eine Kindred und eine Vayne. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also, Viora brauchen wir jetzt nicht. Ich hoffe, die. Ich gebe mal der Sejuani das Blade. Dann bekommt sie schneller Mana. Langsam wird's knapp. Langsam tut's weh. Okay, das heißt, ach so, ja, klar. Natürlich. Entschuldigung. So. Also Kindred ist auch super gut. Die hat ein super wichtiges Ulti. Wow. Gegen die. Wow, okay. Zum Glück hat es jetzt. Hier, das da. Das da ist super. Hier, das bekommst du. Okay, Eiswesen habe ich jetzt 3. Bei 4 gibt es nochmal mehr Bonus. Aber ich weiß nicht, ob ich so lange noch überlebe. Wir haben jetzt halt All-In gemacht. Um eben die Lissandra noch mit reinzubekommen. Super Ulti, also von Kindred und von Wullibear. Level 3 und Noble. Aber es gibt nicht so viel Damage, das ist schon mal gut. Okay, Wullibear noch dazu. Level 3, das ist gut. Der kommt weg. Dann haben wir plus 10. So. Also, Befreiungsschlag ist halt bei Tod. Alle nahen Verbündeten um 1000 Leben. Das ist halt richtig stark. Und echt wichtig. So, den da kaufe ich ja, wenn. Nee, der kostet 3. Okay, gleich kommt Ulti von Sejo.
Das läuft jetzt besser. Das Problem ist, jetzt habe ich gewonnen. Jetzt muss ich auf Gewinn spielen. Dum, 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 dum. Ich brauche eine stärkere Frontline. Das ist doch alles. Kindred, Sechu und. Also ich brauche. Nee, das ist. Das ist Sechu, das ist Shyvana. Sechu, ne? Ja. Sorry. Gut, also der hat noch kein Mal verloren. Okay, der hat auch Kindred. Oh nein, der hat Aurelion Sol gecatchert, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, Nobelbuff ist halt richtig sick. Ah, das tut weh. Oh, ich lebe noch. Mit einem HP. Ich darf zuerst. Ist Kalda? Nein, natürlich nicht. Danke. Ja, dann nehme ich Brand. Dann gehe ich auf Elemental. Ja, wenn ich jetzt verliere, dann verliere ich. Nur noch ein HP. Jetzt müssen wir all in gehen. Ja, dammit. Ja, der hat noch 100 HP, ne? Heidanai, das sieht nicht gut aus. Okay, Elemental. 1 von 3. Abraum wäre auch interessant. Vier kostet ja. Uiuiui. Wie sieht es denn bei dem aus? Na, nicht schlecht. Bei uns, wir könnten gewinnen. Das ist gut. Dann verkaufen wir die. Und nein. Ah, ich hätte sehr locken sollen. Oh, das war schlecht. Das war schlecht. Ja, Nobelbewahrer ist auch gut. Aber Nobel haben wir jetzt nicht mehr. Wir kämpfen gegen. Wow. Okay, das ist GG. Wir kämpfen gegen Yeru. Warte, wenn wir das gewinnen, dann lache ich. Wir gewinnen halt wirklich gegen den. Was? Wir haben gegen den ersten. Wir haben seinen ersten Verlust dazu. Hohoho. Nice. Gut. Sechu. Traum. Haben wir jetzt nicht gekauft. Oh, Kindred. Wir brauchen Kindred. Okay. Zwei, vier, sechs, sieben. Sichuani ist auch hier, aber
Die bekommen wir nicht mehr hoch. Bitte Items. Ich brauche Items. Okay. Nur ein Item. Ein bisschen mau. Okay, roter Buff. Das ist fair enough. Wir brauchen Braum. Nochmal Kindred. Brand meine ich. Wir brauchen Brand. Bekommen wir aber nicht. Asitrani. Setru ist ja noch Level 1. Ja, okay. Gegen den werden wir verlieren. Ja, der springt komplett in meine Backline. Damn it. Naja, gut. Auf jeden Fall. Hoffe ich, euch hat's gefallen. Wir werden in nächster Zeit nochmal versuchen, das noch zu gewinnen. Naja, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.